Hallo und willkommen zu Wooden Showbox. Es geht weiter mit Rogue Lords. Sechstes Kapitel. Hier waren wir noch nicht, das schauen wir uns an. In the Silent Church, Jonathan Harker waits for his true love's return. He has every reason to trust me, because the devil's word is his bond. Mina enters, bathed in the light of the moon, and takes the frail human in her arms. He doesn't suspect a thing. In the next instant, my disciples admire with a smile his transformation into a ghoul. This abject runt of a vampire, stuck between life and death, exists only to serve his master. Mina Murray has worked well. We free her from her mission, and my disciples leave for the crypt that she indicated to them. I defile, I corrupt, I pervert. Okay, 35% Chance, die Prüfung zu bestehen, oder hier nochmal Essenz. Wir gehen natürlich zum Buch. Bekommen jetzt noch ein Relikt. And to think that such a powerful relic was hidden in this rat hole. Unglaublich, die verfluchte Uhr bekommen wir jetzt noch. Viel besser als natürlich jetzt das Zepter des Eroberers. Und jetzt gehen wir dann zum Opferaltar. I'm surprised any humans were able to survive the fetid vapors of this swamp. Opfernde Fähigkeit. When I give, I get. Opfern die Fähigkeit Herzleid. Mal schauen, was wir bekommen. Auf das habe ich nämlich gehofft hier. Den Tod der Verräter. Schaut euch das an. Überlebensinstinkt. 2x 12 bis 14 und SP-Schaden. Der beste Angriff überhaupt. Dass wir den jetzt noch bekommen, das war echt, echt, echt lucky. Dead trees attract all sorts of misfortune. If you want something done right, do it. Noch ein Opferstein. Noch ein Opferstein. I shall forge the world in my. Ach, verflucht und zugenäht, ist schon wieder geworden. Okay. Machen wir den Kampf dann halt. 15 Seelenpunkte. Machen wir ihn zum großen Denker. Heimlich betreten deine Erleben die Mauern der gequälten Bäume auf der Suche nach Seelen. Die Reihe für die Ernte sind durch die Straßen die Menschen leer. Schließlich finden sie einen gepeinigten Dorfbewohner auf befehlsmäßigen Bretten auf dem Hauptplatz vor. Sie wurden alle von der weißen Pest infiziert und raffen langsam dahin. Wir können den Arzt auf unsere Seite ziehen. Dränge den Arzt darauf, das Dorf niederzubrennen. Dracula setzt seine beeindruckendste Stimme ein, um dem Arzt zu erklären, dass nur ein Feuer die weiße Pest vermag. Aufzuhalten mag. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Der brennt jetzt alles nieder. Wir bekommen die Seelen. Niemand kann dem Blick des Prinzen der Vampire widerstehen. Der Meister hatte recht, dich für diese Mission auszuwählen. 4 Lebenspunkte und er erhält nochmal 4 Max Seelenpunkte. Es ist einfach gut. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einen Kampf. Jetzt haben wir 3 Kämpfer am Stück. Schreckenseffekt in 2. Die eine Fähigkeit, die lasse ich weg. Ich mache den Frontalangriff.
Eine Sinister. Debuff macht sie noch auf ihn. Zieh mal deine Maske auf. Dann kannst du einmal einfach so mal die Leben drehen. Es ist so krass, wie viel Schaden der macht. Das mache ich in der nächsten Runde dann. Ermüdung. Wunderbar. Migräne für ihn. Schon wieder eine Migräne oder was? I'm listening, Master. So, dann machen wir erstmal hier das. Vampirismus. Jetzt wird's richtig eklig. Können wir hier Verbrennung machen? Wieso hat er denn Leben? Wegen Vampirismus, okay. Wie soll? Klappt mal deine Fähigkeiten auf. Stiehlt Leben. Können wir definitiv gebrauchen. Aktiviert die Effekte der weißen Frau. So, und dann machen wir, glaube ich, wie oft machen wir das jetzt hier? 5 mal 7. 5 mal 7 ist 35, das rafft sie weg. Das können wir die Runde dann so beenden. Könnten aber nochmal Vampirismus spielen auf jemanden. So, Materialchen. Ich versuche die Materialchen jetzt so gut wie möglich down zu bringen. Wende Zersetzung an oder hier. Kannst du mal ganz kurz deine Leben zurückdrehen? Auf alle Feinde. Das ist brutal. Das ist brutal. So, wie viel Leben klaue ich ihm denn? Genug, um es zu überstehen.
So, lad mal alle Fähigkeiten auf. Du machst erstmal deinen Vampirismus wieder. Und dann stehl ihm mal die Leben. Wieso hat er sich jetzt komplett der hat die Leben und die SP vertauscht? Wir müssen jetzt definitiv irgendwas spielen, dass er down geht. Ich kann mir das nicht erlauben, dass er überlebt. I shall reforge the world in my image. I am irresistible. My power is absolute. Even in death you lack elegance. Wunderbar, und dann können wir das noch machen. Ich glaube, das war's auch für ihn. Genau. Those who do not submit must die. Wir haben eine richtig gute Aufstellung, würde ich fast sagen. Natürlich müssen wir manchmal mit dem Teufel spielen. Beim ersten Einsatz wird keine Essenz verbraucht. Dann müssen wir eventuell einmal rüber switchen. Schreckenseffekt in 2 Fähigkeiten. Ich nehme die Fähigkeiten mit. Okay, Matriarchin und Priesterin, die heilt, was bedeutet, wir machen hier einen Zombie, erstmal, und dann machen wir noch eine Ermüdung. So, was macht sie jetzt? Leben. Okay. Können wir sie mit einem Schlag rausfegen? Das ist die Frage. Auf alle Feinde. Sie überlebt jetzt wirklich mit 2. Die zweite Runde ist absolut Draculas Runde. So, dann können wir das hier spielen. Und du musst mal die Maske aufziehen. Nicht, dass es zu spät wird.
Da ist ordentlich der Schaden. Nee, das lassen wir vorerst mal. Wir haben jetzt alles aufgeladen, oder? Ja. Dann lassen wir das so. Wow, schaut euch mal die Materialien an. Die Runde müssen wir irgendwie überstehen. Jetzt machen sie nur. Ach, sie ist halt übelst brutal drauf. Ihn müssen wir raushauen. Wie können wir ihn denn raushauen? Dann. Ah, ich habe vergessen, das zu spielen. Das ist jetzt den Zombie-Zustand. Wir machen einmal die Maske. Wir müssen das hier ansetzen. Ich will, dass sie nur 10 Schaden macht. Und dann können wir hier die weiße Frau einmal einsetzen. Ist ein ordentlicher Schaden. So, jetzt macht sie Schaden auf die. Du musst Provokation machen. Dann. Du musst. Zersetzung. Nächste Runde haben wir nämlich. Alle unsere Eigenschaften frei. Was macht sie jetzt? Irgendwas wechselt sie. Dann wollen wir mal. Hat sie nicht dahin gerafft? Aber mit dem ja. Mit dem Buff, den sie hatte, hat das dann funktioniert. Oh, wir hätten nochmal Zorn. Poltergeist. Ich glaube, ich nehme das wirklich nochmal rein hier, Zorn. I am pleased with these offerings. Take them. Und dann hätten wir hier Combo, fügt Schaden zu. Wir bekommen aber ein AP aufwärmen.
Er benutzt ja quasi seinen Aderlass überhaupt nicht. Er benutzt hier eine Zombie. Ja, das machen wir so. Wir sind jetzt hier. Jetzt können wir hier. Du entdeckst eine weitere Eigenschaft. Bei der ersten Essenz wird keine Essenz verbraucht. Eine Eigenschaft. Ich glaube, ich teleportiere mich einmal rüber. Kostet zwar einiges. Aber dann haben wir einen leichteren Kampf. Hier beim Schuppen. Schreckenseffekt in einer Nacht. Machen wir den nochmal. So, Hauptmann, Märtyrerin, Matriarchin. Wenn ich wüsste, was in der zweiten Welle kommt, ne? Dann setzt du mal deine Maske auf. Mache alle ein bisschen schwächer. Und du kannst das mal kurz aufladen wieder. Der Märtyrer, der nervt jetzt halt natürlich. Ach, mach die Matriarchin raus. Unglaublich. Kostet nur noch eins. Das ist einfach wunderbar. So, dann machst du hier bei ihm das hier. Einmal aufladen. Gleiche nochmal. Nicht verfügbar. Erschöpft. So, die macht jetzt einen Angriff auf ihn. Dreh mal die Leben. Dann Zersetzung. So, sie heilt ihr Leben. Bis dahin sollte es aber eigentlich nicht kommen.
Ah, ich habe den Fehler gemacht. Naja, so, die haut sich jetzt gleich selbst raus. Wir können Vampirismus auf ihn hier drauf spielen. Dann machen wir alle Fähigkeiten verfügbar. Und was spielen wir denn? Haben wir keine Fähigkeit, die 1 kostet? Und du lädst auch nochmal auf. Wow, das hat richtig viel gekostet. Schaut euch mal unsere ganzen AP an. Und das Beste ist, wir haben nur Buffer hier. Überlebensinstinkt auf alle. Das will ich am liebsten nochmal spielen. Wisst ihr was, das machen wir sogar. Das hat sie fast alle rausgehauen. Und pam pam! Das war's. Sehr schön, wir bekommen nochmal 10 extra Seelen. Beziehungsweise 10 extra teuflische Essenz hier. Können hier auch nochmal aufladen. Das werden wir definitiv beim letzten Kampf auch brauchen. Wir haben 61 von 70, wir haben fast komplett voll. Und hier ist der finale Kampf. Der alte Friedhof. Es tut mir leid, dass ich hier den Cut machen muss, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit dem finalen Fight. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Sache.